Ist nicht schwarz. Komplett. Ja, Ja. es ist auch nicht besonders milchig. Das stimmt. Es ist auch nicht glitzerig. Fehlt dir das? Würdest du dir Nein. Glitzer Nein, wünschen? bitte nicht. Was würdest du dir wünschen Ich hier? wünsche mir, dass man das andersrum aufhängt, so wie es jetzt andersrum finde ich schön. Rückseite, willst du die Rückseite sehen? Ah, unten nach oben, unten nach Ja, oben. so, guck mal. So. Ah. Ja, das finde ich gut. Weil dann wird das untere, also das, was gerade unten war, ein bisschen heller. Weißt du, ja. Was ist das eigentlich? Sind das so Steine oder Das ist Sand? Kaffee. Okay. Guckst du es jetzt anders an, wenn du denkst, das ist Kaffee? Und ist es dir Nein. lieber, dass es Sand wäre oder ist es Ich finde, es egal? ist immer noch Sand. Das hier unten wiegt halt das da erkennt man schon, das Kaffee ist, aber hier oben sieht Sand aus. Das sieht Sand aus. Aber es ist überall ein bisschen Kaffee hier auch. Oder das hier? Das Sand? Ich glaube schon. Das Ich ist glaube, voll das ist Sand. Kaffee. Man weiß es nicht. Ich Man weiß geht. es auch nicht. Das Man. Bild macht manchmal ganz komische Sachen, wenn ich nicht da Weiß. Ich finde bin. das aber schön. Hast du so ein, was hast du damit gemacht, dass das so. Die Linien. Ja, Ich genau. habe die Linien. Ich hatte Lust auf Linien und dann habe ich mein Lineal genommen und dann habe ich da Linien draufgezogen. Ach so, das habe ich jetzt erst verstanden. Aber wie hättest du es, würdest du, wie, wenn du jetzt noch da eine Linie draufziehen würdest, wo würdest du noch eine Linie hinmachen? Das ist eine gute Frage. Warte, lass mich überlegen. Vielleicht so hier so eine? Aber hast du erst die Linie gezogen oder erst gemalt? Ich habe erst gemalt, eigentlich alles, fast. Fast. Dann habe ich Linien gezogen und dann habe ich diese ockerfarbene Fläche drauf gemalt. Das ist geil. Also, oder jedenfalls habe das nochmal so überzogen mit dieser Farbe. Man könnte es auch da oben trennen bei den roten, dass man da noch so einen schrägen Strich hat. Da, Ah, da, da, genau. ja. Dass man das vielleicht ein bisschen. Ich finde, das ist gar nicht so einfach, das irgendwie so zu teilen, Das stimmt. dass es. Ja, das ist auch stimmt. Genau, also dass es stimmt am Ende. Das Ja. ist irgendwie. Ich würde auch eigentlich, glaube ich, an sich gar nicht mehr dazu machen, weil ich finde, sonst wird das zu viel weißt du, sich so zu viel eingeteilt. Also rein theoretisch könnte man noch das Blau daraus kästrieren oder so. So, das sieht irgendwie so. Ich finde, das oben sieht mehr auch so wüstemäßig. Das hier unten so Eis. Und das Blaue so ein bisschen mehr. Und wenn wir Sehr es jetzt noch verliebt. mal drehen, gucken, macht das was anders? Ja. Jetzt hab ich ein klares Bild von Land. Ich finde, das sieht voll so aus, als wären hier so Seen und das hier oben ist der Himmel. Und das ist wüstenartiges Gebiet. Und das finde ich, also dieses Blaue sieht unglaublich, jetzt finde ich unglaublich so aus, als wäre das ein Seen, Teichen, Meer oder irgendwie sowas. Funktioniert es, wenn wir uns vorstellen, dass es möglich ist, dass die Erde blau ist? Also stell dir vor, es gibt ein blaues Gebirge. Ja. Könnte das auch ein blaues Gebirge sein? Für mich funktioniert das hier, dass ich mir denke, das ist vielleicht auch einfach was anderes, aber da Das ist für mich, funktioniert es das nicht. ist auch irgendwie. Ich finde, hier sieht es mehr so aus, wie so ein Schiff könnte es sein, so. Und das hier mehr Ja, so ein bisschen. da kann man es umdrehen. Ja, das funktioniert für mich auch. Aber ansonsten, also hier das finde ich ist auf jeden Fall mehr. Also ich finde, das ist auch irgendwie, ist halt mehr. Dadurch, dass es hier oben halt so schaumig ist, finde ich, wirkt es halt so wolkenartig. Was hatten wir Aber jetzt noch nicht? Wer hat es noch nicht so auf ganz gemacht? andersrum. Ja, genau, das können wir nicht. Jetzt Aber so habe ich hier. es, glaube ich, noch nie angeguckt. Das sieht jetzt irgendwie mehr aus wie so ein Fluss oder als wäre unten so ein teichartiges. Für mich ist es jetzt, ich kann fast ausblenden, dass es rechts diese gelbliche Fläche hat, weil Es das so ist. durchläuft. Jetzt denke ich, Ja. was ist das für eine komische Unterbrechung plötzlich, dass es da so.
diese Linie. Ja, aber ich kann mir vorstellen, jetzt ist es für mich so ein bisschen Bergrutsch oder so. Stimmt. Was wäre es denn, wenn es nichts mit Landschaft oder so zu tun hat? Gute Frage. Das könnte ein Baum sein, so Rinde-mäßig, das hier. Mhm. Aber extrem helle Rinde. Eine Albino-Rinde. Und das sind ihre Augen. Ja. Und sie frisst es auf. Aber ich finde, wenn man jetzt genauer guckt, finde ich, dass dieses Rote da, das sieht so ein bisschen aus, als wäre das hier so ein Platz. Hier drum ist so Wasser. Und das Rote sind ganz viele Menschen, die sich da so versammeln, so weißt du, so. So ganz viele kleine, so genau. Das ist eine Demo. Sowas in der Art. Als wäre das so eine Insel mäßig und das hier Wasser, Meer. Und dieses Rote da sind so Häuser oder sowas und diese Punkte sind alle so Menschen. Das finde ich, sieht irgendwie wie so ein römischer Platz, habe ich irgendwie so, weißt du, was ich so in der Art so. Und da sind auch ganz viele Männchen. Ja, oder es könnte auch ein Hund sein, das Blaue so die Schnauze vorne. Wo? Hier die Schnauze, oben die Nase und dann die Augen hier. Ah. Es könnte auch ein Hund sein. Also der sieht ein bisschen komisch aus, hat keine Augen, aber das sieht eh vollkommen überbewertet. Wer braucht Augen, hallo? Ich habe überall Farbe. Ich auch. Das Bild auch. Das Bild auch, ja. Das hat überall Farbe. Stell dir vor, wie es aussehen würde, wenn man es mal richtig schön sauber abwischt. Nee. Dann wäre es nicht mehr schön. Woher weißt du das? Ich finde, nee, das ist, nee. Das nimmt die ganze Struktur raus, dann ist das irgendwie so. Wenn nur die Farben wären, meinst du, oder? Ich weiß nicht, was würde für sich verändern, wenn wir das abwaschen. Also ich kann zum Beispiel, das hier, alles was so dunkelbraun ist, das ist löslicher Kaffee. Der würde bestimmt, den könnte man leicht wegwischen, abwaschen. Stimmt, ich habe schon wieder vollkommen vergessen, dass es Kaffee ist. Und der Rest, also das Weiße ist Gips, das würde wahrscheinlich ziemlich bröckeln. Und darunter ist ganz viel Blau. Wir würden es, wenn wir es waschen würden, würde es ganz blau werden und diese Grenzen wären weg. Ja. Ich hab also und das Papier wahrscheinlich wäre auch weiß. Ganz viel, aber ja, stimmt. Das wäre wahrscheinlich dann so ein Haufen Elend auf dem Boden. Aber toll, und dann kann man es trocknen und dann ist es, was ist es dann? Ein getrockneter Haufen Elend auf dem Boden. Aber das könnte auch so, also ich würde sagen, dass das wahrscheinlich auch abbrechen würde. Dann. Das ist gerade so vom Anspitzer, oder? Mhm. Ha, das habe ich erkannt, ich bin schlau. Wirklich. Man könnte es auch pressen oder die Form verändern. Stimmt. Man könnte das so nehmen als Faltanleitung und man knickt es einfach da runter. Stimmt, das würde eventuell von, aber ich glaube, das wäre dann ein unsymmetrisches etwas so. Ja, aber ist ja auch okay. Aber es wäre cool. Man muss nach außen mehr falten. Unsymmetrische etwas in der Welt. Wenn man es nach außen falten würde, könnte man ja sogar noch so ein bisschen was davon sehen. Ja. Aber würde wahrscheinlich viel abbrechen. Findest du es okay, wenn da viel abbricht für das Bild? Ich weiß nicht. Ich frage mich das selbst auch. Also vielleicht schon. Es gäbe mehr mehr. Ja, ja. Lieber mehr mehr oder lieber mehr Land? Mehr mehr. Also wenn mehr blau wäre, wäre glaube ich nicht schlimmer. Wenn noch mehr Land wäre und weniger blau wäre, glaube ich, weißt du, so ein bisschen zu wenig blau fände ich dann. Was ist das Rote eigentlich? Also ist das vom Kaffee oder irgendwie? Nee, das habe ich vergessen. Ich glaube, es ist vielleicht Acrylfarbe. Es könnte sein. Aber es ist hier teilweise auch so geperlt, als wäre es Ölfarbe darunter. Ich weiß das nicht mehr. Es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so Schaum am Meer. So. Ja. Ach so. Eine geschäumte Demo. Das ist dann eine geschäumte Demo. Eine geschäumte Demo mit augenlosem Hund. Und roten Wolken. Und roten Wolken. Und das innerhalb eines Feldes des Bildes. Ja. Ja. Ja, deswegen, das ist doch auch irgendwie klug vielleicht oder interessant, wenn man ein Bild nach irgendwas benennt, was einfach nur ganz am Rand da ist. Wenn man es nach dem benennt, was ist es dann? Ein zu hell geratener Baum mit ein paar Auswüchsen, like
verschimmeltes Gras, Samen vom Baum runtergefallenes, am Baum klebendes etwas Zeug. Ah, auch so eine harzige Geschichte, das einfach ja, alles genau. klebt so dran, ist kleben gewesen. Sieht schon so aus. Ja. Wie so ein magnetischer Baum, der ganz viel komisches Zeug anzieht. Ja, und der Regen war zu hell und deswegen ist der Baum jetzt auch so hell. Ja. Und da sind Männchen. Am Baum. Am Baum sind Klebemännchen. Ameisen. 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 Das sind kleine Ameisen. Das sind Ameisenlarvenbabys. Oder so. Was wäre es, wenn das da hinten das Kleine? Das finde ich, das kann man so am schwersten zuordnen, weil. Hilft es uns vielleicht, wenn wir das nochmal irgendwie. So rum auf der Seite, also wenn es unten ist, dann könnte ich da mehr raus. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Adlerkopf. Ah, kann ich sehen, ja, kann ich sehen. Oder ein Schiff. Aber das da oben drauf, ein Schiff mit einem Adlerkopf drauf. Ja. Ein roter Adlerkopf, ein blaues Schiff und das Wasser ist. Nicht blau.